Schlangenschlamassel der Superlative. Ein gewaltiger Schuppenleib liegt und liegt und liegt. Selbst der hier schwimmende Biologieprofessor kann sein Glück kaum fassen. Er ist sicher, hier liegt die größte Schlange der Welt. Der niederländische TV-Biologe Freek Vonk entdeckt das Riesenbiest bei einer Forschungsreise im Amazonasgebiet. Eine Anaconda, dick wie ein Autoreifen, 8 Meter lang und über 200 Kilogramm schwer. Mit einem Kopf so groß wie mein Kopf, schreibt der Prof auf Instagram. Übrigens, nicht nur die Größe ist eine Sensation. Tatsächlich handelt es sich bei der Riesenanaconda um eine ganz neue Art. Das Team aus 14 Wissenschaftlern konnte in einer neuen Studie beweisen, dass die bisher bekannte grüne Anaconda tatsächlich aus zwei genetisch ziemlich unterschiedlichen Spezies besteht. Sie unterscheiden sich genetisch um 5,5%, eine ganze Menge. Zum Vergleich bei Mensch und Schimpanse liegt der Unterschied nur bei rund 1%. Eine Wissenschaftssensation. Besonders, wenn sie so spektakulär wie hier in Szene gesetzt wird. Wer sich wundert, ja, grüne alias große Anacondas leben tatsächlich überwiegend in Tropengewässern. Also abgetaucht zur größten Würgeschlange der Welt.